Und jetzt sind wir im Main Event of the Evening. Ein Triple Threat Match. Als erstes haben wir den Mann, der gegen Sami Zayn antreten durfte um den United States Champion Titel. Hat ihn leider nicht gewonnen. Aber es hat ihm natürlich trotzdem einen guten Push gegeben. Unser Knockout-Artisten. Ja, heute Abend hat er erneut die Chance zu glänzen und vielleicht irgendwann mal wieder ein Titelmatch zu fordern. Aber wer sind seine Gegner? Und ich glaube, jetzt sieht es für Cassius Ohno nicht mal allzu gut aus. Da haben wir den größten Athleten der Welt, The Big Show, die große Show. Der beim Pay-Per-View gegen Braun Strowman verloren hat. Aber wir haben ja noch einen dritten im Repertoire, der ja auch bei Backlash dabei war, der um den World Heavyweight Champion antreten durfte. Ja gut. Hat eine gute Figur gemacht. Daraufhin in dem Match gegen Randy Orton wurde er mehr bestraft als alles andere. Und jetzt steht er hier im Triple Threat Match mit wohl zwei sehr großen Athleten. Und Cassius Ohno hier direkt mit einem, ja, keine Ahnung, hab den Move schon wieder vergessen. Ja, Big Show beherrscht diese Chops auch. Und jetzt schlagen sie alle auf Dean Malenko ein. Dean Malenko sollte aber aufpassen. Er ist noch angeschlagen. Seit dem Match gegen Batista eigentlich schon. Aber er ist natürlich ein großartiger Techniker. Unser Dean Malenko, nur er muss echt aufpassen, dass sich diese Rücken- oder Rippenverletzung, was auch immer er hat. Oh, schöner Move von Cassius Ohno. Packt das Bein über die Schulter und hebt ihn zu einer Powerbomb hoch. Ich hoffe einfach nur, dass Dean Malenko es nicht übertreibt. Und sich hier seine Rückenverletzung noch verschlimmert. Weil natürlich wissen die beiden im Ring, dass da was ist. Und er praktisch das erste Angriffsziel ist, weil er ist angeschlagen. Oh, kann sich aber hier sehr schön befreien. Na, Cassius Ohno bequemt sich da auch so ganz langsam mal wieder Richtung Ring. Und zeigt einen Piledriver. Ein schöner Neckbreaker-Flip und Big Show geht erstmal raus. Und ich würde sagen, Senton, ja, ein Senton. Das geht auch auf den verletzten Rücken. Da muss Dean Malenko nach draußen. Auch nicht so schön, so auf den Rücken zu fallen. Nach Dean Malenko sollte echt aufpassen, nicht, dass das nachher eine schlimmere Verletzung wird. Was ihn dann zum Pausieren zwingt. Schöner German Suplex. Oh, Cassius Ohno mit den harten Schlägen. Ah, die Malenko kann aber gegenkontern.
Ah, schöner Neckbreaker. Und jetzt gibt's das Cover. Big Show wird schon zum zweiten Mal hier gecovert. Was soll das? Und ja, der Armbreaker, den... Nee, doch nicht der Armbreaker. Das ist einfach nur ein Kick. Und ja, mit dem Knie geht's da auch nochmal. Ah, die Malenko bleibt draußen. Ist wahrscheinlich auch das Beste, was er gerade machen kann. Und die Malenko mit einem Vorschlaghammer. Ich weiß gar nicht, ob das hier erlaubt ist. Und... Ah, das tut weh. Ein Suplex aufs Ringseil. Und jetzt soll der Showstopper kommen und er kommt. Das gegen den verletzten Rücken. Eins, zwei. Nein, Kesho Sono kann in der letzten Sekunde das Cover verhindern. Ich denke zumindest, dass es ein Three Count geworden wäre. Oh, sehr schön gekontert jetzt von Dean Malenko. Den Mann der 1000 Holds. Ja, da hatte Big Show auf einmal seine Wut gekriegt. Und Clubberleaf Aufgabegriff. Auch wieder Cassius Ohno verhindert die Entscheidung. Und eine Powerbomb. Und die Malenko rollt sich raus. Na, und Cassius Ohno, der rennt da praktisch ins Leere. Jetzt ein Whip-In. Ah, sollte wahrscheinlich ein Big Boot werden. Oh, wunderschöner DDT, sehr schön durchgezogen. Und Cassius Ohno nochmal mit einem Senton, sehr schön gemacht. Und jetzt die Malenko bekommt Clotheslines ab und noch die dritte Clothesline. Jetzt das Cover von Cassius Ohno. Big Show liegt flach, aber die Malenko schafft selbst den Kick-Out. Und was will uns Cassius Ohno zeigen? Ein Big Boot! Kopfnuss von Big Show. Und dann nochmal den Final Cut. Und erneut Ansatz zum Showstopper wird durchgezogen. Und jetzt ist Cover. Eins, zwei, drei. Cassius Ohno schafft's nicht mehr rechtzeitig. Das Cover zu unterbrechen, kam mal knapp eine Sekunde zu spät. Hier sehen wir noch ein paar Highlights. Hat nicht, aber ich muss sagen, Cassius Ohno wirklich eine hervorragende Leistung. Ja, aber Dean Malenko war halt das Zünglein an der Waage. Aber das war irgendwie auch klar, dass auf ihn losgegangen wird aufgrund seiner Rückenproblematik. Aber wenn jetzt wirklich Big Show gegen Sami Zayn antreten sollte, nur sollte, dann sehe ich verdammt schlecht, schlechte Karten für Sami Zayn. Außer wirklich, er bringt komplett Team Kanada mit. Dann hätten sie vielleicht zu dritt eine Chance. Wenn es denn soweit kommt, weil Big Show war ja schon
Intercontinental Champion, bevor er ihn an Neville verloren hat. Und wir sehen uns wieder bei NXT. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderbaren Tag, einen traumhaften Tag. Und sage auf Wiedergeschaut.